Herzlich willkommen zu meiner ersten Mod-Review. Heute will ich euch den Bleach-Mod vorstellen und was dieser Mod alles kann und hinzufügt, werde ich euch nach dem Intro erzählen. Wir starten hier erstmal im Singleplayer-Menü, denn ich möchte euch zeigen, was passiert, wenn ihr in eine neue Welt reinkommt. Ja, und das werden wir hier gleich sehen. Wir befinden uns jetzt hier in der Welt, die ich generiert habe, und ihr könnt jetzt sehen, dass hier da oben in blauer Schrift, da oben, wo jetzt Item-Subset steht, das steht jetzt da, könnt ihr sehen, dass da Human steht, also das heißt, dass ich ein Mensch bin, und ihr bekommt am Anfang bei jeder Welt diesen Faction-Selector. So, ihr könnt damit Rechtsklick drauf machen und jetzt auswählen, ob ihr ein Shinigami sein wollt, ein Quincy oder ein Human. Am besten finde ich den Shinigami, weil das auch diese Hauptfiguren in Bleach sind und die Quincys spielen da auch eine wichtige Rolle, aber der Shinigami ist am coolsten und wenn ich jetzt hier raufklicke, steht da oben Shinigami. So, wir befinden uns jetzt hier in meiner Mod-Review-Welt und ich möchte euch als allererstes Blöcke zeigen, die so nicht auftreten im Spiel und die ihr auch nur im Creative einfach haben könnt. Und zwar sind das diese Blöcke hier, die ich aufgebaut habe. Ich zeige euch die mal eben, wartet mal, F1. Ich zeige euch hier den Block, das ist, also wenn man das wegmacht, das ist ein Soul-Quarz, den kriegt ihr dann aus den Blöcken hier raus, Soul-Quarz-Ohr. Dann gibt es noch hier das Rayatsu-Ohr, wenn ihr das abbaut, dann kriegt ihr Rayatsu, das zeige ich euch auch später. Hier, wenn ihr das abbaut, dann ist das ist ein Mask-Ohr, da kriegt ihr wahrscheinlich eine Maske draus. Hier, das ist Soul-Quarz-Block, das ist ein sogenannter Precipice-Plasma-Block. Und das hier müsste weißer Sand sein. Und das ist Siki-Siki, das ist wahrscheinlich dieser Boden bei Bleach. Und ja, jetzt kommen wir zu weiteren Sachen. Kommen wir erstmal zu den Grundsachen, und zwar seht ihr oben schon, ich bin ein Shinigami, den habe ich mir ausgewählt, um hier was zu testen auf der Welt, und hier in dieser Kiste befindet sich so ein sogenanntes China, das ist so eine Art Bambusschwert, und das craftet man sich so, ihr tut einfach einen Stick nach unten und zwei Sugarcanes nach oben, und dann bekommt ihr dieses China. Das kann ich hier auch mal rausnehmen, das sieht so aus, kann man ganz normal mitschlagen, Damage macht es 5, also ist es ein bisschen besser als ein normales Holzschwert. Dann hier ein Sanpakuto, das baut man sich so, das ist ziemlich wichtig und das nehmen wir uns jetzt nicht, weil ich habe da schon welche, aber okay, dann nehmen wir uns jetzt welche. Dann gibt es hier noch Soul Steel, das macht man sich so aus Rayatsu, das ist übrigens das Rayatsu, und einem Eisen-Ingot, da bekommt man ein Soul Steel Ingot raus, Rayatsu kann man sich, glaube ich, kann man sich das craften? Ja, das kann man sich mit dem Rayatsu-Block craften, indem man den einfach ins Crafting-Feld legt und jetzt sagen, dadurch kriegt man halt Rayatsu. In der nächsten Kiste ist nur ein Item, was im Anime auch vorkommt, und zwar, nee, das sind zwei Items, und zwar im Anime kommt dieser Seelenschneider vor, den baut man sich so, und zwar habe ich noch nicht getestet, wie der geht, aber irgendwie so müsste der gehen, also man muss irgendwie Rechtsklick, wurde da beschrieben, oh, jetzt habe ich was kaputt gemacht, nee, also ich weiß nicht, wie der geht, falls ich das noch rausfinde, zeige ich euch den Seelenschneider, aber ich glaube, ich weiß schon, wie der geht. Dafür braucht man nämlich eine Sache, und zwar, man sollte kein Shinigami sein, sondern ein Quincy. Dafür habe ich aber auch eine Welt vorbereitet. So, dann haben wir hier noch dieses Soul Cloth, den baut man sich so, aus Rayatsu und einem Rayatsu-Block. Und diese sind wichtig, um die Rüstungen zu craften, die ihr später noch sehen werdet. Und ja, zu den Rüstungen kommen wir jetzt. Das sind die verschiedenen Rüstungsteile, und zwar findet ihr hier diesen Shikahuku-Shanaknaknak-Top. Und dazu die Hosen und die Sandalen. Das soll die normale Shinigami-Ausrüstung sein. Dann findet man hier die Quincy-Sachen und die Aranka-Jacket und die Trousers und die Shoes. Und dann findet man hier noch Schuluniformen und sowas. Ich werde mir das jetzt alles einzeln mal rausnehmen und die euch gleich zeigen, wie die aussehen. Das wird aber erst gleich folgen. In der nächsten Kiste befinden sich hier ein paar Holo-Masken. Die werde ich mir jetzt auch alle einzeln rausnehmen und die euch gleich zeigen. Von denen hier weiß ich genau, dass man sie aufsetzen kann, und die Hollows sind sozusagen die bösen Kreaturen in Bleach, die sozusagen halt alles, das sind halt die wichtigsten, sage ich mal, am Anfang. Und hier gibt es noch diesen Mask-Chart, den baut man sich so, einfach eine Maske ins Feld tun und dann kriegt man so einen Mask-Chart raus. Und dieses Holotome, das ist ziemlich wichtig für den Anfang. Und zwar craftet man sich das mit zwei Mask-Charts, dann hier noch zwei Soul-Cloves und einem Book in der Mitte. Das ist ziemlich wichtig und das nehme ich mir jetzt alles mal raus, außer den Mask-Chart. Ich will euch erstmal zeigen, dass das mit den Masken wirklich geht. Also hier kann man die Holo-Masken reintun und dann bekommt man auch einen Mask-Chart raus. Und ja, das ist halt ziemlich cool, weil diese Masken werden gedroppt von sogenannten Holos und die werdet ihr auch gleich noch sehen. Aber kommen wir erstmal zu den Rüstungen. Ich habe jetzt hier die Shinigami-Rüstung an mit den Sandalen und einer Holo-Maske. Das sieht ziemlich cool aus, finde ich, und ich zeige euch jetzt auch nochmal die anderen Sachen. Und zwar werde ich mal hier gucken, was ich so anziehen kann. Zum Beispiel die Aranka-Sachen. Die Aranka sind halt auch böse
Leute, die später vorkommen. Und die haben alle, naja, die sind böse, wie gesagt. Und wo sind die Schuhe von den Arrancas? Die sind hier. Das mache ich mal mit dieser Hollow-Maske. Das würde dann so aussehen. Auch ziemlich cool. Und ja, hier gibt es noch andere Uniformen wie die Quincy-Sachen. Die sind, wo sind die? Die sind hier. Und das ziehe ich halt ohne sowas ein. Und die Quincy sind halt Leute, die töten die Hollows nicht. So, die töten die Hollows. Und Shinigamis, die töten die Hollows halt nicht. Sondern die Shinigamis erlösen sie, sage ich mal. Und die Quincy haben halt diesen Glauben, dass die Hollows einfach getötet werden müssen. Und deswegen gibt es die Quincy. Hier gibt es noch die Mädchenschuluniform. Die habe ich jetzt angezogen mit so einem schicken Rock. Und die Jungenuniform. Ne, das ist die falsche. Wo ist die Jungenuniform? Wo ist denn die Jungenuniform? Ah, hier. Da, das ist die Jungenuniform. Die sind auch ziemlich cool aus. Und es gibt noch andere Rüstungen. Die zeige ich euch jetzt. Okay, ich habe mir jetzt hier diese Akademie-Uniform geholt. Und zwar einmal in Rot und in Blau. Die sieht dann so aus. Ziemlich komisch, weil mit den zwei Nippeln sieht das ziemlich komisch aus. Ich kann mich auch nicht mehr an die erinnern. Doch, doch, ich kann mich an die erinnern. Das war in einer. Okay, ja. Die sind eine spezielle Sache. Wenn man den Anime geguckt hat, dann weiß man das alles. Und ja, dann möchte ich euch jetzt die Mobs zeigen, die hinzugekommen sind. Bevor ich euch allerdings die Mobs zeige, will ich euch erstmal dieses Buch hier erklären. Und zwar macht man damit einfach Rechtsklick drauf und man sieht hier die verschiedenen Hollow-Arten, die man besiegen kann oder die auftreten. Und dann sieht man, wenn man mit einem Zanpakutu, sage ich mal, das heißt ein Zanpakutu nimmt man, macht Rechtsklick und dabei shiftet man, also so. Und hier, das sind, die werden halt alle auf Null sein, wenn ihr noch nicht getötet habt. Diese Sachen hier, da könnt ihr erforschen mit dem Buch, welche Hollow halt was gibt. Und das ist ziemlich wichtig für euer späteres Zanpakutu. Das werde ich euch aber später noch zeigen. Und ja, dann sehen wir uns jetzt bei den Mobs. Als allererstes will ich euch den sogenannten Hole zeigen. Wenn man den einfach spawnt, ist das so ein Mensch, sozusagen mit einem normalen Skin und mit so einer Kette da dran. Das bedeutet, dass es so eine Seele ist, die an die Welt angekettet ist und seinen Frieden sucht. Dafür gibt es halt die Shinigamis, die haben halt ein Zanpakutu. Und wenn man damit Rechtsklick drauf macht, verwandelt sich diese Seele, diese verbundene Seele halt in Raiatsu und sie wird erlöst. Das nächste, was ich euch zeigen will, ist ein sogenannter Desoi. Die habe ich leider nicht mehr so in Erinnerung, aber es ist, glaube ich, so eine Art Hollow, die sich in eine Seele verwandelt. Also, das ist eine gebundene Seele, die ihren Frieden einfach nicht finden kann. Und diese Kette löst sich dann auf und es verwandelt sich in ein Hollow. Das sieht man hier. Man hat hier einen normalen Typen, der hat aber schon gelbe Augen mit einer Kette. Sieht aus wie Bob der Meister. Wenn man Rechtsklick macht, dann verwandelt er sich in diesen Hollow. In den, irgendwas mit Grand Fisher oder so, der lacht jetzt über uns. Den töten wir aber mal direkt. Da hat er auch ein Loch in seinem Dingens, in seiner Brust. Und ja, das ist der Grand Fisher, heißt der. Jo, dann sehen wir uns gleich beim nächsten Mob wieder. So, der nächste Mob ist der Grand Fisher by himself. Und zwar, wenn man den spawnt, dann kommt er einfach hier. Ist so richtig hässlich mit seiner Maske. Und ja, wenn man den tötet, kriegt man halt ein paar XP. Und diese Geräusche sind halt einmal die von den Hollows. Und man bekommt wieder Raiatsu hier. Sieht man. Und ja, dann kommen wir gleich wieder zum nächsten Mob. Dann kommen wir jetzt zum sogenannten Ohr-Hollow. Und zwar, wenn man den spawnt, dann sieht man hier, hat er wieder eine Maske auf und ein Ohr. Dieses Ohr hat was zu bedeuten. Und zwar, erstmal töten wir den. Das zeige ich euch nämlich gleich. Im Anschluss, da kommt halt kein Mob gleich, sondern kommen diese Ohrs. Und ich spawn mal noch einen und der hat wieder ein gleiches Ohr. Das ist schlecht. Ich wollte eigentlich einen Typen sehen mit einem anderen Ohr, nicht immer das Goldohr. Hast du jetzt mal ein anderes? Der hat zum Beispiel jetzt Emerald. Das ist eine typische Aktion, denn es gibt drei Ores, die heißen Hollow Ores, die zeige ich euch jetzt. So, jetzt habe ich die drei sogenannten Ores, die Hollow Ores in meinem Inventar. Einmal den Diamond Hollow Block und den Emerald Hollow Block und den Gold Hollow Block. Diese platziere ich jetzt einfach mal hier nebeneinander. Und ich müsste dafür jetzt in den Game Mode. Ich mache dafür einmal Game Mode 1 und Game Mode 0, damit ich das direkt wieder schreiben kann. Ich muss jetzt dieses Ohr abbauen. Ich hoffe, dass die anderen nicht. Okay, die anderen explodieren. Ich gehe mal jetzt schnell wieder in den Game Mode 1 und töte das. Da habt ihr gesehen, dass der Hollow dann spawnt, wenn man dieses Ohr abbauen will. Also diesen Diamond Hollow Block darf man nicht abbauen. Man weiß halt nicht, ob es halt ein normales Ohr ist oder ein gefälscht ist, sage ich mal. Hier 0. Ich halte mal ein bisschen Abstand. Da spawnt er wieder mit dem Emerald Ohr. Und zu guter Letzt, wartet kurz, einmal töten. Zu guter Letzt, einmal den hier, den werfe ich hier rein. So gehe ich wieder in Game Mode 0, damit ihr seht, dass es wirklich auch alles funktioniert. Spawn den damit und vor den Hollows müsst ihr echt aufpassen, denn die machen einen extremen Schaden.
da solltet ihr euch besser Rüstung zulegen. Ich weiß nicht, ob diese Shinigami-Rüstungen da Schutz bieten oder nicht. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß einfach nicht. Legt euch mit so welchen Leuten nur an, also mit den Hollows nur an, wenn ihr glaubt, stark genug zu sein. Und ja, dann kommen wir wieder zu den normalen Mobs zurück. So, das nächste ist der Bat Hollow. Den spawnt man hier und das ist eine Fledermaus mit so einem Hollow-Kopf. Kann ich euch jetzt leider nicht so gut zeigen, weil die fliegt. Und ja, das ist ein ziemlich einfacher Hollow, denke ich mal. Aber auch ziemlich nervig, weil es viel Leben hat. Und ja, ich zeige euch jetzt einfach direkt den Wasp Hollow, damit es ein bisschen schneller geht. Das ist so eine Art Libelle. Die flippt gerade richtig aus, aber bleib hier, ich töte dich. Die geben alle Raiatsu und ein bisschen XP. Und die leveln halt auch so gesagt euer Schwert. Wenn ihr jetzt hier wieder rechts gehen macht, dann werden diese Dingens hier sich auffüllen. Und ihr werdet dadurch Elemente bekommen. Der Golem Hollow sieht ziemlich cool aus. Sieht aus wie so ein Golem halt. Mit Nether-Texturen und hat halt auch eine Maske und das Loch. Das ist halt typisch für den Hollow, dass er ein Loch hat. Falls ihr den Anime nicht geguckt habt, dann könnt ihr es natürlich nicht wissen, aber es ist typisch. Der Stalker Hollow sieht am gruseligsten aus, finde ich, weil der halt so lang und schlaksig ist und eine krass geile Maske auf hat. Wenn man den tötet, kriegt man leider auch nur XP und Raiatsu. Ich finde, da hätten die irgendwas droppen lassen können, aber es ist halt so. Ein Snake Hollow, der sieht auch ziemlich cool aus, aber ich weiß nicht, ob es die in dem Anime auch gibt. Aber der sieht auch ziemlich cool aus. Muss ich sagen, echt großes Lob an die Modder da. Der Blaze Hollow, der ist eigentlich ziemlich einfach, weil er sich nicht wehrt. Also, ja, okay, der wehrt sich jetzt nicht, weil ich im Creative bin. Ich habe es nicht ausprobiert, was der macht. Und hier hat man gesehen, der hat mir eine Maske gedroppt. Schreibt mal nicht rum, ihr Hurensöhne. Und der Blaze Hollow, der ist auch weg. Dann der Spider ist ziemlich groß. Aber dürfte für euch auch kein Thema sein, wenn ihr ein echter Shinigami seid. Und jetzt kommen wir hier zu dem Lizard Hollow. Es gibt halt so kleine Hollows, die sind halt peaceful. Deswegen lasse ich den auch mal laufen. Und dann gibt es hier noch zwei. Einmal den Wolf Hollow. Der ist ziemlich cool. Und bevor wir jetzt zum letzten Hollow kommen, mache ich kurz einen Cut. Denn das ist ein besonderer Hollow und wir sehen uns dann gleich wieder beim Menos Grande. Ja, der Menos Grande, wie man ihn immer nennen will, ist ziemlich groß und zerstört die Landschaft. Aber ist so die beste Möglichkeit, euer Zampakutu zu leveln. So habe ich meins auch ziemlich schnell hochgebracht. Dann würde ich sagen, machen wir das mal da hinten, damit ihr seht, wie viel der zerstört und wie groß der ist. So, da ist der Menos Grande. Ich zeige ihn euch mal. Der ist hier. Sieht richtig komisch, also creepy aus und ist auch ziemlich OP an sich. Hier hat er sein Loch und seine Hitbox ist hier unten. Und ich schlage ihn jetzt mal in Richtung da. Dann seht ihr, dass er immer alles kaputt macht. Da seht ihr wieder was kaputt gemacht. Und der wird gleich explodieren, wenn ich den getötet habe. Ja, jetzt droppt der Raiatsu, wird explodieren. Und ist ziemlich laut, diese ganze Sache. Dann gehe ich mal in Game Mode 0, weil der droppt ziemlich viel XP. Ist so eine Art Endgegner. Wenn ihr Menos Grande besiegt habt, dann seid ihr echt schon ein Boss. Und ich zeige euch mal, ja, 19 EP. Von 19 EP, wie viel der gibt. Komisch, eigentlich gibt er mehr. Aber egal, er gibt ziemlich gut EP. Ja, dann war es das mit den Mobs. Ich zeige euch jetzt, mein Zampakutu war schon gelevelt, aber ich zeige euch jetzt, was ihr mit dem Zampakutu machen müsst, damit ihr das sozusagen erscheinen lassen könnt, also released, damit es released wird. Damit ihr euer Zampakutu releasen könnt, müsst ihr einfach zum NW gehen, das Zampakutu da reintun und dem einen Namen geben. Ich habe meins jetzt nach der Serie benannt, hier nach Zangetsu. Und jetzt könnte man auch noch machen, wie hieß das eine? Zenbon. Ich weiß nicht, ob das ist das richtig geschrieben? Sakura, so? Oder Zenbon Sakura. Ich glaube, so war das. Dann nehmt ihr das raus. Und ihr müsst, wenn ihr hier guckt, müsst ihr über 400 oder 200 sein und braucht hier rechts an der Seite 200 Spirit mindestens, glaube ich. Das kriegt ihr hin, indem ihr einfach ganz viele Hollows tötet. Irgendwann wird sich das auffüllen. Ihr müsst einfach Shift und Rechtsklick machen, dann seht ihr das. Und ja, ich zeige euch jetzt, das kann sich nicht, also Zangetsu kann sich hundertprozentig releasen. Da seht ihr dann, kommen so Partikel um einen rum. Und wenn man lang genug drückt, kommt auch eine Chat-Nachricht. Strike True Zangetsu, dann wird mein Schwert fetter. Ich kriege hier Speed 2 und Strength 2. Und einen Speed-Boost, einen Jump-Boost hatte ich auch vorhin. Und das ist jetzt viel stärker als normal. Und es gibt halt circa 60 verschiedene Formen von diesen Zampakutus. Ich hole mir jetzt einen Hollow. Und werde den spawnen. Warte, spawn. Den Lizard Hollow kann ich mir ja mal holen.
Oh ne, das ist der. Der hier. Spawn Stalker. Den hole ich mir mal. Den Stalker, hallo. Das ist dieser lange. Der kriegt dann halt richtig fetzigen Schaden und ist dann auch ziemlich schnell tot. Das zieht allerdings rechts diese Energie, diesen Spirit da, das Raiatsu von einem. Da drückt ihr einfach Z und dann ist das Zampagute zurückreleased und kriegt dann wieder für sich das auf. Und mit Rechtsklick released ihr das wieder. Und es gibt circa 60 verschiedene Formen von Zampagutes. Kommt halt darauf an, wie ihr das hier gelevelt habt. Ich glaube, meins müsste jetzt so ziemlich auf Eis und Erde gestärkt sein. Heißt, ich weiß nicht, was das ist. Das könnt ihr euch alles auf der Seite durchlesen, die übrigens auch nochmal verlinkt ist. Ja, dann komme ich gleich zur nächsten Neuerung, die es hier in dem Mod gibt und wir sehen uns gleich wieder. Das sind zwei Blöcke und zwar von einem weiß ich nicht, was er macht. Der dampft auf jeden Fall so. Ich kann mir den auch nochmal holen, der dampft immer und es passiert einfach nichts, wenn man da drauf springt. Und es gibt diese komische Lampe, die leuchtet auch. Ja, die leuchtet, das sieht man da. Aber ich weiß einfach nicht, was das hier ist. Ich mache Rechtsklick drauf, da passiert nichts. Falls ihr das wisst, schreibt mir das mal in die Kommentare. Natürlich gibt es auch noch diese Lichtwand oder diese Wand hier allgemein, diese Paperwall. Genau, das sind diese... Da ist kein Licht, aber das sind diese Paperwalls. Das kennt man doch aus jedem Anime. Diese sind diese Schiebewände, die man da hat. Und ja, das finde ich auch ganz cool. Das macht es ein bisschen atmosphärischer. Und ja, dann kommen wir mal zum nächsten Feature. Und zwar sind das paar Musikdiscs. Die habe ich hier drin. Das sind einmal die Escalon und die Asterix Sisses und die Number One. Das sind verschiedene Musikstücke aus Bleach. Und die könnte ich euch jetzt mal vorspielen, aber bei der einen Number One werde ich euch nur den Refrain selber hinterspielen, weil der, weil sonst kann es sein, dass ich Strikes bekomme. Als erstes die hier, das ist die Escalon. Das ist halt so Atmosphärenmusik im Bleach. Dann ist das hier das Opening, das erste. Jo, so geht das weiter. Und das letzte ist die Number One Theme, die passiert halt immer, wenn Ichigo ausrastet und geil ist und ja. Das war der Bleach-Mod und ich hoffe, es hat euch gefallen. Das waren alle Neuerungen. Ihr könnt also 60 verschiedene Arten von Schwertern errichten und erschaffen und verschiedene Effekte auf euren Schwertern bekommen. Falls euch diese Modifikation gefällt, lasst doch ein Like da und schreibt mir Verbesserungen in die Kommentare. Natürlich könnt ihr mir auch noch Mods vorschlagen, die ich vorstellen soll. Und ihr könnt mir Mod-Arenen einschicken, die extra für mich gebaut sind. Wenn nichts weiter ist, dann würde ich sagen, danke fürs Zugucken, haut rein, bis zum nächsten Mal und schreibt mir Mods. Tschüss!